Worüber hast du noch gerade geredet? Keine Ahnung. Nee, jetzt sag mal ehrlich. Wie geredet über was, wie? Was war gerade das Thema? Ich weiß es nicht mehr. Du hast doch gerade irgendwas gesagt, von wegen hier bauen und. Ja, ich hab's jetzt ehrlich gesagt wirklich vergessen. Ja, ich. Okay. Du kennst mein Gedächtnis. Übrigens, die Ölpest ist weg, ne? Oh, super. Ich weiß aber nicht warum, weil ich habe das Item gar nicht eingesetzt. Oh, dann wird es wahrscheinlich lang genug gedauert haben. Das ist bestimmt, haben bestimmt irgendwelche Vögel aufgegessen und es ist im Wasser versickert in den Korallen rein und Ja, so wie irgendwie. bei Ding, wie bei der BP-Pest damals, ist es auch einfach verschwunden. Nee, es ist doch an die Küste gekommen, da haben sie es abgetragen. Aber übrigens, das ist heute immer noch ein Problem da in Florida und Ja, das den ist schon klar, ganzen dass das noch ein Problem ist. Mississippi, Louisiana da. Das wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen so halten, das Problem. Ja, weil viele Fischer und so, das wird auch in den nächsten 10 Jahren wird es sich nicht bessern. Da ist jetzt eigentlich praktisch die ganze Gegend im Arsch. Ja, gut, das wundert einen auch wie nicht unbedingt. Das ist aber auch wieder so ein Thema für sich, warum besonders Ölbohrinseln irgendwie, das muss doch irgendwie mal geschützt sein. Man hätte auch gleich einfach da unten diese Glocke runterschicken können. Also diese Betonglocke. Und einfach unten aufs Loch rauf. Ist doch kein Problem. Tja, scheinbar kostet das halt alles wieder zu viel Geld, gehe ich mal davon aus. Naja, das kostet kein Geld. Also so als Konzern wie BP, dann kostet dir da so eine 20 Meter Durchmesser Betonglocke gar nichts. Tja, das ist halt auch noch zu viel. Das sehe ich ja bei meiner Firma auch, da ist es auch so. Da wird sich dann wegen einem Cent angeschissen, der einem eigentlich einen Haufen Arbeit ersparen könnte. Hauptsache im Moment kein Geld ausgeben, egal welche Investitionen drauf zukommen, ist eigentlich völlig unlogisch. Hört sich auch irgendwie ein bisschen unlogisch an. Ja, das ist auch sehr unlogisch, aber irgendwie scheint es niemanden zu stören. Ich weiß nicht warum. Das Gute ist, ich habe jetzt outgesourced. Scheiße, dieses Wort, ey. Mit dem Glas. Ich kann jetzt praktisch meine Bodenschätze besser nutzen. Ich kann hier mein Kalksteinvorkommen Mine abreißen und der Eisenerz abbauen. Okay, super. Ja, es ist immer da so das Gute am Outsourcen. Ja, Dass ich habe man. auch schon, na gut, Outsourcen habe ich jetzt nicht unbedingt betrieben, aber ja, ein bisschen. Naja, das war ja schon fast Outsourcing. Auf einer Insel geblieben, sagen wir es mal so, ein bisschen umgebaut und platzsparender. Und übrigens steht mein Monument jetzt. Achso, ja, das gucke ich mir mal an. Ja, und gleich ein ganz neues Stadtviertel. Jipp. Da muss man gleich vorsorgen, oder? Auch wenn die da hinten keine so gute Anbindung haben, die beiden. Ja, ich weiß. Na, den einen hättest du stehen lassen können, ja. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil das Ding jetzt im Weg ist hier. Der Bauplan. Aber ja, egal. Ich baue ihn jetzt nicht wieder weg. Die Teile müssen ja noch hier stehen bleiben. Die kann ich aber auch mal zentraler platzieren hier, die Info-Hives, also die Teile da, Gedöns. Da brennt übrigens was bei dir. Wo denn? Ach da. Ja, haben wir gleich, würde ich sagen. Ich hoffe, das breitet sich nicht in die andere Richtung aus. Egal wie sehr man Ach, die haben rammelt, kein in dieser Stadt kann man Informationsbedürfnis einfach gerade nichts erfüllt. erreichen. Na super, weil ich den Info-Hive abgerissen habe. Na, dann sollte ich schnell einen neuen bauen. Entwarnung. Feuer eingedämmt. Der kommt dahin, wo das Reststoffpresswerk jetzt steht. So, und ich hab gleich. Nee, warte, ich warte noch mal lieber und dann sage ich dir gleich meine Bilanz. Wie ist deine Bilanz gerade? Warte, plus 2300. Ach so, okay. Nee, ich dachte, ich würde dich überraschen, weil ich gleich Verschlechterung im dasselbe habe, aber. Gesundheitszustand der Bevölkerung registriert. Mano. Wieder nix. Ich habe sogar 2500. Cool. Ja, geht wieder aufwärts. Aber ich muss trotzdem noch 13 Ingenieure zu Executives aufsteigen lassen. Ja, dann geht's ab. Ich Aber hoff's doch. deine Flotte ist aber auch sehr ressourcenfressend. Und Jupp. jetzt,
deine Konzernzentrale auch, also. Ja, das brauche ich halt leider momentan alles. Ich bin auch mal überlegen, ob ich jetzt gleich mal eine Flotte baue, aushebe, wie auch immer. Kann ja eigentlich nicht schaden, oder? Naja, schaden kann es bestimmt nicht, außer dass es halt Gold kostet. Das war eigentlich weniger eine Frage, ehrlich gesagt. Ach so. Alles klar. Warnung. Geht es hier so vielleicht? Und bauen hier? Fehlende Gemeinschaft, ja super. Irgendwie ja nicht so optimal. Das ist schon fast suboptimal, aber noch nicht ganz. Nur fast, ja. Ja. Ach ja, hier mit meinem Bauzellenteil da. Ne, wie heißt es? Da. Kupfer ist ja kein Kupfer mehr da, ne? What? Ohne Kontext, ich meine jetzt mal in meiner Unterwasserinsel da. Achtung, da ist doch jetzt. Produktionsstillstand. Wie heißt denn das? Ach, keine der Ahnung. Black Smoker. Ja, genau. Ja, was ist mit dem? Da ist Uran jetzt verfügbar und ich baue hier noch Kupfer ab. Ach so. Aber ich weiß nicht warum, trotzdem läuft noch die Produktion. Ja, Uran brauchst du ja eigentlich nicht unmittelbar, oder? Ja, aber ist ja cool zu haben, so mal, ne? Ja, ist zwar sinnlos, aber egal. Sie machen das doch nur, um mich zu provozieren. Ja, Strinity ist heute angepisst, dass sich meine Stadt so groß ist. Wundert mich jetzt weniger. Ich bräuchte immer noch Carbon. Und übrigens, so eine U-Recycling-Station ist wirklich sehr praktisch. Die Bauzellen produziert? Genau. Ja, kann gut sein. Kommen Sie vorbei, wenn Sie wieder etwas benötigen. So, das Monument macht gute Fortschritte eigentlich, weil Bauzellen und Werkzeug habe ich ja genug. Ich brauche das eigentlich in den späteren Phasen. Beton und Stahl. Ja, okay, das dauert halt dann ein bisschen, weil der Stahl sich so langsam produziert, aber ja, egal. What the fuck? Jetzt wollen die Service Boots haben. Ja, das ist dann. Das ist eine schöne Produktionskette, Service Boots. Ja, ich mag sie sehr gern, ja. Ich wusste, sie sind ein. Die ist so schön einfach. Ich verkaufe jetzt mal ein bisschen was hier: Diamanten zum Beispiel. Ach, Trenchy ist ja auch da. Ja. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich irgendwie auch nicht. Aber es lag auch wohl daran, dass ich da 10 Minuten am Stück weg war oder so. Fast. Sollen wir die Carbon-Tonnen wieder hier reinladen? Ich brauche Nein, nicht aufsteigen. Ich brauche das Carbon. Ach, ich habe hier Krankheit. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh, ich bin ja total krank. Habe ich gar nicht bemerkt so. Oh, das kann passieren. Das wird schwierig, das noch aufzuhalten. Da müsstest du euch 2-3 Krankenhäuser bauen. Ach, das geht schon. Starte Ressourcenscan. Ich bin da zuversichtlich. So, und jetzt kann ich hoffentlich endlich mal den Flughafen ersetzen hier. Ich wusste gar nicht. Da ist eine riesige Unterwasserinsel. Wo? Neben deiner jetzigen Unterwasserinsel. Die ist richtig groß. Ach, neben meiner Hauptinsel meinst du jetzt? Neben deiner, also östlich. Ja, ich sehe sie. Oh yeah, cool. Wenn du die meinst. Da, die bei Trenchcoat, ne? Ach so, die? Ne, die habe ich noch gar nicht entdeckt. Oh. Ne, ich habe so in Richtung links unten von meiner Hauptinsel habe ich auch noch so ein riesiges Unterwasserplateau. Ja, ich weiß. Ich habe eigentlich die ganze Insel aufgedeckt. Aber die Krankheit wird jetzt auch schon weniger, also das kriegt die schon hin, da das Krankenhaus, das geht schon. Komisch, bei mir geht's immer nicht. Ich baue noch eine Tonne Carbon, hey, was macht denn ihr Carbon-Jungs eigentlich hier? Gar nichts, oder wie? Chillen. Ja, ich glaub's. Zu wenig Kohle haben die. Bauen wir doch nochmal einen Kohlebagger.
dass die Ökobilanz noch weiter in die Knie geht. Bin ich schon wieder bei minus 270. So, und jetzt baue ich mal so ein Sonnenteil, Solarturmkraftwerk. Beziehungsweise erst gleich, wenn mein Glas da ist. Ich finde die cool, die brauchen zwar viel Platz, aber egal. Ich muss mal einen Platz dafür aussuchen. Wo geht denn das? Was brauche ich jetzt eigentlich noch so alles? Ich bin gerade verwirrt. Ich bräuchte irgendwie noch was die Ökobilanz ankurbelt, aber da kann ich nur mit den Entsäuerungsstationen arbeiten und das ist auch mehr so suboptimal, würde ich mal sagen. Muss aber leider sein. Geht nicht anders, weil die Minenbauplätze brauche ich. Hast du eigentlich ein Kernkraftwerk? Nein. Aber du hattest doch mal eins, oder? Ja, da habe ich aber lieber dann schwere Waffen für produziert, für die Kolossos. Ich kann auch mal ein bisschen hier einsparen, indem ich mal ein paar Marineabwehrtürme lösche. Deine Kohlekraftwerke, ey. Alter Schwede, was geht denn bei dir? Ja, sind sehr viele. Alter, zieh dir das mal in der Postkartenansicht rein. Warnung. Ja, das kann gut sein, dass das etwas... Alter Schwede, da staubt's ganz schön. Sieht aus wie Schwerindustrie, aber sieht wie sich soll. Das erinnert mich fast an den Hamburger Hafen. Da sieht's noch schlimmer aus. Ja, wird das jetzt mal mit der kacken Tonne Carbon hier? Das ist ja der Wahnsinn. Weißt du, da braucht man eine Tonne Carbon und die kommt dann nicht. So, jetzt habe ich Seuchengefahr. Oh. Jetzt ist wohl deine Seuche mit irgendeinem illegalen Einwanderer zu mir hergekommen. Dankeschön. Registriere Verbesserung. Bekomme ich nichts dafür. Schieb mir wieder die Schuld zu. Alles klar. So. Jetzt war's das erstmal mit der Stadtexpansion, wo erstmal der scheiß Flughafen hier weg muss. Man kann es zwar nicht Flughafen nennen, aber... Ja, okay. Anno Flughafen. Berlin-Brandenburg International. Wann wird der eigentlich fertig? Steht da jetzt schon wieder ein Termin, oder? Ich glaube, da gab es schon wieder irgendwas anderes, was nicht passt. Und da würde ich mal nicht drauf bauen, dass der in näherer Zukunft fertig wird, der Flughafen. Auch eigentlich arm, oder? Eigentlich schon. Aber ich kenne das, weil unsere Firma arbeitet ja auch viel für staatliche Gebäude und so. Bei staatlichen Bauten ist das immer schlimm. Ja, weil das übers Amt läuft meistens. Übers Bauamt. Du hast so dermaßen viele Probleme, das ist der Wahnsinn. Ich? Nee, wenn man sowas baut für Staat. So, ja. Das ist einfach... völlig übertrieben. So, das meinte ich jetzt nämlich. Ich habe ein Krankenhaus gebaut. Es war ein Haus betroffen von einer Seuche und jetzt sind drei Häuser betroffen. Das breitet sich bei mir immer aus. Bestes Beispiel, oder? Kaum baut man mal ein Krankenhaus, funktioniert schon wieder gar nichts. Ach so, ja. Das ist bestimmt auch ein staatliches Krankenhaus. Ach, das Kriminalität habe ich auch noch. Na los. Genau hier bei der Seuche ist auch noch Kriminalität. Drauf. Was ist bei dir los? Ist hier irgendwie Zombie-Invasion oder was? Wir müssen übrigens gleich einen Cut machen. Wir sind dann nämlich bald... Nein, jetzt haben wir mein 12 Tonnen Carbon wieder für Aufstieg verschwendet. Verdammt! Damn! Kannst du mir mal 15 Tonnen Carbon oder so geben? Ich kann gerade gar nichts. Ich habe ein Problem gerade. Und was wäre? Ja, hier alles. Die ganze Situation. Ach so. Einen Moment bitte. Soziale Missstände, sehe ich schon. Ja, nicht nur soziale Missstände, auch noch Elektrizitätsmissstände und... Du kannst übrigens die Felder direkt ans Kraftwerk ranbauen. Was kann ich? Du kannst die Felder direkt ans Kraftwerk ranbauen, dass du platzsparend bist. Ich mach das lieber so, dann habe ich hier die ganze Seite frei. Naja, wenn du meinst. Ich meine nur, dass das auch platzsparender geht. Ja... Ich bin kein Anno-Freak, Mann. Ich kann das nicht.
Wie sieht's aus? Was sollte ich jetzt machen? Eine kurze Pause vielleicht. 2 Stunden gespielt. Dann sind sie wieder topfit. Okay, dann würde ich sagen, weil Ando mir auch gerade vorschlägt, dass ich eine Pause machen soll. Pauli? Ja. Noch da. Ich bin noch da. Ja, Ando speichert gerade. So, dann würde ich sagen, ich speichere mal kurz hier nochmal selber. Ich kann übrigens jetzt ein Schlussklärwerk. Oh. Oh, ich kann auch eine Konzernzentrale bauen. Oder Parlament oder wie auch immer. Warum komme ich eigentlich nicht ins Menü? Weil auf Pause. Ach, hier komme ich ins Menü. Ja, ich speichere mal kurz zwischen, also nicht wundern. Wenn es gleich mal speichert. Wir machen doch jetzt einen Cut, oder? Jo. Okay. Also, würde ich mal sagen, mit... eigentlich eine ziemlich erfolgreiche Aufnahme. Wir haben ja immerhin Hector vernichtet. Ja. Und jetzt kommt dann noch nur Strindy und dafür baue ich auch schon wieder eine 2. Atomrakete. Also irgendwann mal, wenn die 100 Tonnen Uran da sind. Was noch ewig dauert, weil ich erst 33 habe. Hat Trenchy da nichts im Angebot? Nö. Ist eigentlich die Aufnahme jetzt schon beendet, oder? Nein. Aber ich würde mal sagen, man sieht sich dann in der nächsten Aufnahme, oder? Ja, wenn ihr uns seht. Ja. Also bis dahin würde ich sagen, von meiner Seite, Servus. Ciao.